Und ja, mein größter Hater aller Zeiten ist zurückgekehrt. Hallo Leute und willkommen zu einem wunderbaren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um einen bestimmten Hater. Wir nennen ihn den Hater aller Hater, die Mutter der Hater. Keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Auf jeden Fall haben wir heute eine Person, die mich anscheinend nicht mag auf YouTube. Und mir ganz viele Kommentare geschrieben hat. Und die werden heute mal alle durchgehen. Und darüber werden wir heute mal reden, weil es ist sehr lustig. Und daher, nehmt euch heute unbedingt was Schönes zu essen. Entspannt ein bisschen. Das Video wird unfassbar bescheuert und witzig, weil es ist schon echt lustig. Man kann es nicht ernst nehmen. Spielt super gerne mal Tower Stream mit Hintergrund, wie hier auch schon steht. Mit dem Code 300k kriegt ihr 250 Coins und ein Free Pet. Also könnt ihr auf jeden Fall mal benutzen, ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt einfach mal mit dem Video los. Lasst noch ein Abo und ein Like und so da und los geht's. Ich muss mal aufhören, immer durch meine Haare zu gehen. Das ist so, ich habe immer so ein paar Sachen, die ich in jedem Video mache. Beispielsweise, ich sage 20 Mal in jedem Video mindestens M. Das ist so mein Hauptwort. Daher machen wir heute mal den Hashtag M mit E-H-M. Schreibt es mal super gerne in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall ganz lustig. Und ja, heute geht es wie gesagt um einen bestimmten Hater, der mich anscheinend gar nicht leiden kann. Ist wirklich null. Und das ist schon lustig. Ich habe da auf jeden Fall ein paar coole Kommentare rausgesucht und die werden wir uns mal zusammen anschauen. Ich habe natürlich über alles einen Screenshot gemacht. Ich muss einfach mal anschauen. Also ich hoffe, ich vergesse nicht den Namen. Ich denke, es ist eigentlich in Ordnung. Ich werde den Namen jetzt mal nicht Dingsen, also wegmachen, aus dem einfachen Grund, man findet die Kommentare eh sofort, weil sie unter jedem Video fast sind. Da heißt es eh egal. Plus, nehmt es bitte mit Humor, also nehmt es nicht ernst. Seid nicht auf die Personen jetzt böse, so die das geschrieben hat. Es ist alles sehr lustig und nehmt es mit Humor. Und dann, ja, fangen wir mal mit dem ersten Kommentar auf jeden Fall von der Person an. Ihr Name ist Sadie Fan, also anscheinend ist sie ein Fan von Sadie. Sadie, was willst du mir sagen? Was hast du dieser Person bezahlt, dass sie mich haten soll? Ich wusste es. Du bist dran schuld. Nein, Spaß. Ist natürlich nur ein Spaß. Ja, genau. Und die hat einfach irgendwann dann so random beispielsweise geschrieben, du bist dumm. Wirklich. Ja, ich weiß, ich bin dumm. Wirklich. Man muss dieses wirklich so richtig krass betonen. Eigentlich müsste man da noch 5 Ausrufezeichen hinschreiben. Und vor allem, es ist so random. Es ist auch nichts. Sie hat halt sogar eine Erklärung geschrieben, warum sie das überhaupt macht. Die werden wir uns dann auch nochmal anschauen. Die war auch noch nur irgendjemand hat unsichtbar gekauft. Wer war's? Ich wusste es. Maiko, warum hast du es gekauft? Nein, böse. Auf jeden Fall, ja, damit hat es so ein bisschen angefangen mit diesem, hey, du bist dumm, wirklich. Was ihr aus dem Wissen wisst, sie mag mich wohl wirklich nicht, weil sie ist auch bei anderen YouTubern manchmal im Livestream mit drinne. Und auch in diesem Livestream schreibt sie dann zu mir, dass sie mich nicht mag. Also anscheinend mag sie mich wirklich nicht, weil sie schreibt sie auch bei anderen YouTubern. Sie war auch, glaube ich, schon mal Mario mit in den Livestream, wo ich auch mal mit drin war. Da hat sie mich auch gehatet. Also anscheinend mag sie mich nicht wirklich. Ich habe vielleicht sie irgendwie beleidigt oder so, falls mir das, weil ich das getan habe. Es tut mir sehr leid. Ich liebe es. Ja, und dann hat mir noch ein paar andere Kommentare, warte kurz. Und dann hat sie noch einen Kommentar unter dem gleichen Video geschrieben mit du Loser. Aber natürlich, Loser komplett irgendwie komisch geschrieben, dass es man nicht durchsieht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht genau, wie man es Loser schreibt, aber ich denke mal nicht so. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ja, ich bin ein unfassbarer Loser, es tut mir leid. Was habe ich nur alles falsch gemacht? Es ist halt echt lustig. Also ganz ehrlich, es ist halt lustig. Ich habe dazu nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, man kann es nur lustig nehmen. Klar, manche Kommentare können natürlich echt artig sein. Aber ich meine, so Kommentare nimmt man natürlich lustig. Und ja, es tut mir leid, dass ich so ein unfassbarer Loser bin auf YouTube. Anscheinend sind wir es alle in der Loser-Gang. Ich wusste es. Ach ja, es ist so schön. Vor allem, ich muss auch vielleicht mal meine Kamera ein bisschen weiter runter machen, weil erstmal meine neuen Nägel, falls ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne auch mal auf Instagram vorbeischauen. Dort heißt auch Lissade. Dort habe ich auch ein Foto von den neuen Nägeln gepostet. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ja. Und das machen wir erstmal weiter, weil die Runde endet eh gleich. Auf jeden Fall hat die dann nämlich die Loser geschrieben. Und jetzt wird es ganz spannend. Sie hat dann irgendwann. Ne, warte, war es das gleiche? Ah ja, das ist das gleiche. Ich habe das gleiche nochmal gemacht. Und dann irgendwann hat sie nochmal geschrieben, was macht das nicht?
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht den Sinn dahinter, was macht das nicht? Also keine Ahnung, was genau mit diesem Namen jetzt, mit den Kommentaren gemeint ist, mit was macht das nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt kein bisschen. Also keine Ahnung, was damit jetzt genau gemeint ist. Aber na gut. Achso, auch wenn hier gerade jemand fragt, was meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist Babypink. Also es ist nicht dieses Pink, sondern... Kata, wenn du es... Bitte vergess es nicht. Mach mal hier so ein Foto von so einem richtig schönen Babypink rein. So ein Pink mag ich unfassbar dolle. Aber sonst Rot finde ich auch nicht schlecht auf jeden Fall. Es kommt halt drauf an. Ich muss sagen, gegen manche Rot-Töne habe ich echt einen Hass. Aber weißt du, ich habe ja auch rote Haare. Ich muss sie unbedingt mal wieder nachfärben. Die sind ja auch rot, aber halt eher so dunkelrot, weil das mag ich am meisten von diesen Rottönen. Aber egal, wir machen es erstmal weiter. Genau, und dann, jetzt geht's auf jeden Fall richtig los. Dann hat sie geschrieben, ich mag dich nicht. Das ist sehr schade. Es tut mir leid, dass du mich nicht magst. Vor allem, ich meine, das ist so random. Aber erstmal, die Logik ist dahinter cool. Ich habe auch dann darunter geschrieben, wieso schaust du mich dann mit so einem Fragezeichen-Emoji und so mit so einem Lachsmiley? Weil, ich meine, es ist lustig. Sie schreibt gefühlt unter jedem Video bei mir, dass sie mich nicht mag oder so. Warum schaut sie dann meine Videos? Es ist natürlich ein bisschen blöd dann, die Logik dahinter. Aber na gut, ist ja in Ordnung. Ich meine, es freut mich ja, wenn man meine Videos schaut. Und sogar Leute, die mich nicht mögen, meine Videos schauen. Das ist natürlich sehr cool, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich habe dazu, finde ich, so viel zu sagen gerade. Es ist halt einfach nur lustig. Ich meine, was soll man denn dazu so richtig sagen? Und ja, auf jeden Fall hatte ich das dann halt nachgefragt, wieso schaust du mich dann? Und dann kam sogar wirklich eine Antwort, warum sie das eigentlich gemacht hat. Und erstmal, ich gucke hier mal, was? Willst du bitte Deutsch schreiben? Was? Ich bin so verwirrt. Achso, er meint die Systemnachrichten. Ja, nee, die sind automatisch auf Englisch, weil die kann man schlecht übersetzen lassen. Das Spiel wird ja nämlich übersetzt, wenn man es hier auf seine Deutschsprache hat, beispielsweise. Steht ja hier alles auf Deutsch, also im Shop dann. Steht hier Effekte, Statistiken, also alles halt auf Deutsch und so weiter. Ich mag mein Spiel außerdem, ich finde das immer noch ganz cool. Muss ich persönlich sagen, ich weiß nicht, ein bisschen selbstverliebt. Vor allem, ich habe 31 Stunden Spielzeit im Spiel. Nur von diesen ganzen Videos, die ich hier aufnehme. Okay, na gut, egal. Wir machen es mal erstmal wieder auf Englisch, weil ich finde Englisch am besten. Auf jeden Fall, genau. Sie hat halt sehr viele Kommentare geschrieben. Ich habe nicht alle mehr gefunden. Es waren noch mehr Kommentare. Und dann auf jeden Fall ging die Diskussion unter dem Kommentar weiter, wo ich geschrieben habe, wieso schaust du mich dann? Und dann hat sie geschrieben, Livs, mach ein Video über mich. Ja, hier, bitteschön. Ich hoffe, es gefällt dir, dass ich ein Video über dich mache. Liebe Grüße an dich. Also wie gesagt, bitte mit Humor auf jeden Fall nehmen das Video. Also nicht die Person des Haten oder sowas. Bitte, bitte nicht. Nehmt es mit Humor. Ich finde es ja selbst auch sehr lustig. Auf jeden Fall, ja, sie hat sich gewünscht, dass ich dazu ein Video mache. Daher mache ich das. Ich meine, ich brauchte eh eine coole Idee wieder. Und da habe ich das gesehen und dachte, ist doch perfekt. Passt, ja. Und ja, daher kommt das heutige Video auf jeden Fall mal zustande. Und dann hat sie noch geschrieben... Bitte mach über mich ein Video. Okay, warte, wir müssen es mal richtig vorlesen, sonst verzweifle ich. Liz, bitte mach über... Mann, ich kann nicht reden. Liz, bitte mach über mich ein Video. Ich habe dich immer abonniert, aber du hast mich nie vorgelesen. Deswegen mag ich dich nicht mehr. Mach ein Video über mich. Zwei Lachsmilies. Zwei Lachsmilies heißen außerdem so viel wie... Ich fresse deine Beine... Ehrlich, vor allem also erstmal, okay, sie hat auf jeden Fall reingeschrieben in den Kommentar, dass sie mich mochte und die mich immer abonniert hat, aber ich habe sie nicht, was hat sie geschrieben? Ich habe sie nicht vorgelesen. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich lese keine Kommentare in Videos vor, außer wenn ich halt Fragen beantworte, so, aber ich lese keine Kommentare vor, wenn Leute nur fragen, kannst du mich im nächsten Video grüßen? Das mache ich nicht mit Kommentaren, habe ich noch nie. Daher, okay. Natürlich schön, dass es so unfair von mir ist, dass ich dich nicht vorgelesen habe, weil du bist auch die Einzige, die mich schaut. Aber na gut. Ja, das war auf jeden Fall dann der, warum wackelt das hier so? Das war auf jeden Fall der letzte Kommentar erstmal, also der neueste von ihr. Und dazu muss ich jetzt noch ein bisschen was erzählen. Erstmal freut es mich natürlich, dass du mich davor abonniert hattest. Und ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das nochmal irgendwann, wenn sie nochmal irgendwo in den Livestream mit drin ist. Es ist halt schon, es ist sehr lustig. Das waren jetzt auch die ganzen Kommentare von ihr. Und ja, wie gesagt, ich meine, man muss sowas, ist halt lustig, solche Kommentare. Gegen solche Kommentare habe ich auch nichts, wenn man nur schreibt,
ich bin dumm. Die coolsten Kommentare waren natürlich früher echt immer von Hatern. Die hatte ich wirklich manchmal früher ganz oft mit, dass ich dumm bin und sie haben dumm falsch geschrieben. Dazu muss ich nochmal sagen, ich weiß, dass ich eine jüngere Community habe und das finde ich auch immer noch ganz cool, aber daher ist auch kein Problem, wenn man irgendwie noch nicht so gut schreiben kann. Ich meine, es ist normal, wenn man jünger ist, dass man noch nicht super schreiben kann und so weiter, aber wenn mich jemand als dumm beleidigt und dumm falsch schreibt, das ist nicht gut. Also, ihr wisst, was ich meine. Wenn man jemanden als dumm beleidigt und selbst dumm falsch schreibt, das ist nicht das Positivste überhaupt. Daher, Kinder, macht das nicht gegen andere. Schreibt nicht zu anderen Leuten dumm und schreibt dumm falsch. Aber ja, das waren auf jeden Fall alle Kommentare von ihr. Abschluss kann ich sagen, die Kommentare waren trotzdem unfassbar lustig. Also ich meine, die muss man mit Humor nehmen. Es geht gar nicht anders. Es ist echt lustig gewesen. Vielleicht, Sadie-Fan, kannst du sie unter dem Video nochmal kommentieren. Und wie gesagt, bitte Leute, nicht haten gegen sie oder sowas. Oder gegen ihn, ich weiß ja nicht. Ich kenne die Person ja nicht. Nehmt es bitte selbst auch mit Humor. Ich denke mal, sie nimmt es auch selbst sehr viel mit Humor, wenn sie darüber schreibt, mach ein Video über mich. Daher bitte alle trotzdem sachlich und lieb bleiben, wenn ihr sie seht und sie dann schreibt einfach. Also ich meine echt, wenn ihr einen Kommentar von ihr findet irgendwo bei meinen Videos, schreibt unter ihren Kommentar einfach Käsebrötchen. Einfach aus Prinzip, ohne kompletten Kontext. Einfach nur, wenn sie irgendwas schreibt, weißt du, sie wieder schreibt, Liz ist blöd oder sowas, schreibt einfach unter den Kommentar Käsebrötchen. Das reicht, das ist am coolsten, weil ich finde es echt lustig, wenn dann unter so einem Kommentar 10 Leute Käsebrötchen schreiben. Das ist, denke ich, echt ganz geil. Und ja. Okay. Sonst außerdem, was ich noch unbedingt nochmal sagen wollte, das hat jetzt mit dem Thema aus dem Nichts mehr zu tun hier. Da und zwar, ich hatte ein Video gemacht, wegen ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin, weil da immer sehr viele Leute verwirrt waren. Könnt ihr euch super gerne mal anschauen und auf jeden Fall, es freut mich unfassbar doll, dass so viele Leute so super toll von euch reagiert haben. Klar gab es ein paar nicht so tolle Menschen, aber okay, ist halt normal. Beziehungsweise, die habe ich davor auch noch nie gesehen, daher sind die eh nur auf dem Video gewesen. Ist aber normal, stört mich nicht, habe ich kein Problem mit. Auf jeden Fall, ich habe im Prinzip gerade wirklich geguckt, dass ich alle Kommentare mal sehe und so. Vielen Dank für die super netten Kommentare von euch, die waren wirklich super, super lieb, super freundlich. Hat mich sehr gefreut, die alle durchzulesen, war super cool von euch. Vielen, vielen Dank. Und ja, sonst zum Abschluss. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, also ich werde auf jeden Fall in Zukunft wieder ein bisschen was mit Gerüchten machen und so. Oder wenn ihr andere coole Vorschläge für Ideen habt, für Videos, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, vielleicht mache ich nochmal, wenn ich wieder viele Hater-Kommentare zusammengezählt habe oder halt gefunden habe, werde ich nochmal ein Video dazu machen, auf jeden Fall zu diesen. Irgendjemand hat Kill All gekauft. Wer war es? Ich weiß es nicht. Wer ist hier drinne? Okay, ich weiß nicht, wer es war, aber Kill All ist natürlich das mit Abstand nervigste, darum kostet es auch Robux. Ja, und wie gesagt, ihr könnt super gerne mal Tower Stream testen, das Spiel, ich komme immer hier in den Hintergrund. Und nein, wegen Sadie-Fan, also wie die Version halt heißt. Es waren auf jeden Fall echt lustige Kommentare und wie gesagt, Leute, wenn ich jetzt nicht immer eure Kommentare oder so sehe, bitte, seid nicht deshalb traurig. Ich meine, es sind ja trotzdem viele Leute oder halt, die gerne mal kommentieren, das finde ich auch super toll. Aber bitte seid trotzdem nicht traurig, wenn ich nicht immer genau euch sofort sehe. Ich versuche trotzdem echt immer mein Bestes, alle Kommentare mal zu sehen und so weiter. Auch mal wieder viele mal ein Herzchen zu geben. Das wissen ja auch eigentlich viele, dass ich damit mir echt immer viel Mühe auch dabei gebe, dass ich das immer mache. Und ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Schaut gerne bei Instagram vorbei, dort heiße ich DissAD. Dort poste ich immer wieder mal tolle Fotos von meiner Schultoilette. Warum? Ich weiß es nicht, aber ich... Ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt alle einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Das habe ich gerade zweimal gesagt. Tschüss. Ciao, ciao.